Hallo? Hi. Oh, jetzt höre ich dich. Sehr schön. Ja, es war Wicca war dein Wicca. Name, oder? Ja, genau. Okay. Dann habe ich es noch richtig im Kopf. So, ich fasse noch mal kurz zusammen, was bisher geschah. Okay. Du hattest angerufen und wir hatten ein sehr interessantes Gespräch über die Wicca-Gruppierung, sprich selbsternannte Hexen. Genau. Und da warst du auf einem Discord-Server, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Genau, und das war schon fast wie so eine Glaubensrichtung. Also die haben da feste Regeln und sind auch relativ streng gewesen, ne, zu dir. Genau, wollen Sie, Sie wollen sich aber nicht als Religion bezeichnen, weil Sie Okay. das als Schubladendenken ansehen. Was sehr lustig ist, weil in meiner sogenannten Hausaufgabe habe ich mich natürlich ausgesprochen, habe meine Meinung dazu gesagt, etc. Was Und war die habe gesagt, Hausaufgabe? ja, wie denkst du über Magie oder was ist Magie allgemein erstmal alles so, sich darüber Gedanken zu machen. Und irgendwann habe ich halt geschrieben, dass ich Alchemie fassbarer finde als die Magie. Und dass Magie halt für mich jetzt immer noch ziemlich ferne ist, weil ja, man kann es nicht anfassen und es gibt keine direkten Beweise, habe ich gesagt. Und daraufhin haben sie gesagt, also es ist kurz, ja, sie haben gesagt, dann glauben sie nicht, dass ich hier richtig bin und mein, ja, dass ich nicht hier richtig bin. Haben Sie dich rausgeschmissen? Ich bin dann letztendlich gegangen, weil ich nicht nur geduldet werden möchte. Okay, Weil das heißt, was ist Alchemie für dich, was du da geschrieben hast? Alchemie habe ich jetzt gesehen, dass man zwar irgendwie zum Beispiel Gold herstellen will, künstliches Gold, aber man nutzt ja trotzdem chemische Verfahren. Also es ist alles noch greifbarer als Magie. Ja, jedenfalls habe ich auch, also meine Freundin, die macht da auch so Lehrerin, und ich habe sie gefragt, ob das auch ihre Meinung ist, weil sie mir die Nachricht geschickt hat. Zwecks, dass die, mit denen sie sich auch abgesprochen haben, alle nicht glauben, dass ich dazu passe, anscheinend. Und sie hat auch gesagt, ja, dass sie das auch glaubt. Was ich sehr traurig finde, warum muss sie, und sie sagte, dass sie es schade findet, dass sie mich nicht überzeugen kann. Ich verstehe es einfach. Inwiefern, was ist denn jetzt Magie für die, woran du glauben sollst, laut Das denen? ist eine gute Frage. Anscheinend wirklich Magie etwas, was man nicht sehen kann. Und was man, ja, wie gesagt, auch für, ich kann es nicht beweisen. Alles, was sie sagen, ist Geschichten. Und ich finde es halt schade, dass man nicht trotzdem dabei sein kann, auch als Nichtgläubiger. Ich meine, ich beschäftige mich auch mit Judentum und Christentum und muss auch nicht glauben. Das heißt, für dich war im Vordergrund eher so der freundschaftliche oder Gruppenaspekt, oder? Gruppenaspekt, Informationsaspekt würde ich das eher nennen. Was, ich meine, die ersten Sachen, auch die Fragen, was ist Magie für mich, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen, war eigentlich sehr interessant. Aber sie wollten mich anscheinend überzeugen, wie sie es mir geschrieben hat. Und finde ich eigentlich ziemlich unverschämt, wenn ich das so sagen darf. Kanntest du die Freundin denn schon vorher oder hast du die dadurch Ja, erst ich kennengelernt? kenne sie vorher. Sie hat mir ja die Gruppe empfohlen. Nee, aber ich meine jetzt vor diesem Zusammenhang mit der Gruppe, kanntest du sie da schon? Wart ihr da auch schon Freunde, Ja, ohne ja. überhaupt von dieser Gruppe gesprochen zu haben? Ja. Okay, und Haben wir sie auch möchte schon. jetzt, sie entfernt sich jetzt irgendwie von dir. Es fühlt sich so an. Ich finde es halt schade. Ich. Auch das mit diesem Schubladendenken. Sie wollen mich irgendwie überzeugen, aber bezeichnen sich auch nicht als Religion. Ich finde das ziemlich als Schublade. Sie sind da nicht offen gegenüber anderen, die halt nicht direkt daran glauben, aber halt, wie sie selber sagen, magisch interessiert sind. Na Also, klar, weil ich. das hat was Zwiespältiges irgendwie, dass Ja. die
das nach außen hin ausstrahlen wollen, dass man auch offen ist und so, aber einen dann vielleicht ein bisschen verstoßen oder ausgrenzen, wenn du nicht so wirklich nach deren Glauben. Sie sich dann in einer Gruppe gesammelt haben, also die Freundin und noch eine andere, wo dann, also sie haben mehrere Sprachkanäle. Einer, wo ganz viele, 99 Leute sind, und einer zum Beispiel, wo nur 4 drin sind. Und davon haben sie einige. Und ausgerechnet an dem Tag, also heute, wo sie mir schreibt, dass die Gruppe nicht glaubt, dass ich dazu passe, versammeln sie sich nicht in dem offenen Kanal, sondern in einem Kanal, der sehr begrenzt ist und ja, für Magie steht. Und da denke ich auch so, na toll, ausgerechnet heute müsst ihr euch da versammeln, und ich fühle mich da irgendwie ausgegrenzt. Aber im Prinzip, genau, und im Prinzip solltest du das alles positiv sehen, dass du da raus bist, weil ich glaube, möchtest du überhaupt in so einer Gruppierung sein, wo du so im Glauben und im Denken beschränkt wirst und direkt für nicht für deine Person gemocht wirst, sondern eigentlich nur dafür, dass du deren Meinung teilst. Das ist ja eigentlich wirklich schön für dich auch. Ich finde es sehr einschränkend, ja. Und ich bin eigentlich auch froh für diese Erkenntnis. Und ich bin auch froh, da jetzt raus zu sein. Ich bin auch rausgegangen aus den Kanälen. Mhm. Das ist auch gut so. Und ich finde es halt nur schade für die Freundin halt. Ich bin traurig, dass sie das so sieht. Ja. Aber auch da, was ist das für eine Freundin, wenn sie dich deswegen nicht mehr mag oder sich distanziert von dir? Eine richtige Weiß Freundin ich, wäre da, ja, auch wenn du... Das ist ja heute jetzt nur, das ist ja jetzt heute der Konflikt gewesen. Sagen wir mal Konflikt, ja. Würdest du denn zurückgehen, falls die sich vielleicht entschuldigen oder... Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass sie sich entschuldigen. Aber wenn sie sich entschuldigen, bin ich natürlich offen für eine Diskussion. Und nicht nur dieses ganze Geschreibe. Okay. Ja, meine Meinung ist da eigentlich klar. Ich denke, du kannst froh sein und solltest deine Konzentration auf andere Dinge lenken. Genau. Und nicht auf irgendwelche blöden Gruppierungen, die andere Menschen ausgrenzen. Das trifft es eigentlich auf den Punkt, eine Gruppierung, ja. Mhm. Genau. Alles klar, dann vielen Dank für das Update. Das war das kurze Update, ja, und das letzte. Ja, aber cool. Auf jeden Fall, du kannst natürlich noch zu anderen Themen gerne anrufen, ne? Falls wieder irgendwas... Ja, das hat mich heute ein bisschen mitgenommen. Aber ja, verstehe ich. Ist okay. Ansonsten ist ehrlich gesagt alles sehr gut gelaufen. Also läuft ganz gut. Okay, sehr schön. Das freut mich. Ich auch. Dann haben wir einen schönen Abend. Bis dann. Ebenso. Tschüss.